So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Omega Rubin. Der letzte Part, der war ein Krampf. Da haben wir ja nur mehr oder weniger fakultative Sachen gemacht, sage ich jetzt mal. Also die waren nicht obligatorisch für den Storyverlauf. Und das Rendern dieses Parts hat ewig gedauert. Deswegen kam an einem Tag auch gar kein Pokémon, weil ich einfach wirklich Stunden dran saß, da den Part zu rendern. Und es war echt eine Hölle, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ah, ja. Aber jetzt haben wir es geschafft und jetzt können wir hier weitergehen. Denn wir haben ja den nächsten Orden erhalten. Ich glaube, Moment, den sechsten. Ja, wir haben schon den sechsten Orden. Haben wir schon gegen den gekämpft? Ey, läuft gar nicht mal so schlecht, Leute. 6 Orden haben wir bereits. Das heißt, demzufolge, uns fehlen lediglich noch 2. Und den nächsten Orden, ja, da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit brauchen, bis wir da den bekommen. Aber so lange wird das jetzt auch nicht mehr dauern. Und ihr seht schon, Hakuna Matata hat schon Level 35. Das heißt, das liegt daran, dass ich im letzten Part halt mit Hakuna Matata trainiert habe, die ganzen Routen abgefahren bin und so weiter und so fort. Ja, nehmt mal an, ihr alle habt den letzten Part gesehen. Oh nee, jetzt habe ich mal verklickt. Ich habe aus Versehen Intensität gedrückt. Das ist natürlich keine allzu gute Sache, aber gut, wir haben gleich mal eine 9. Aber das bringt uns gar nichts. Denn das liebe Schwalbus, das fliegt und siegt und wir können es somit nicht treffen, weil es nicht auf dem Boden landet. Aber Steinhagel trifft und sollte definitiv auch reichen, um das Schwalbus zu besiegen. Sehr, sehr feine Sache. Für den nächsten Orden werden wir zwar noch eine gewisse Zeit lang brauchen, aber was gut ist, wir werden bald schon unser nächstes Teammitglied einfangen. Darauf freue ich mich, muss ich sagen. Das sechste Teammitglied, das weiß ich noch immer nicht, was ich ins Team nehmen soll. Wahrscheinlich werde ich das auch erst nach dem 8. Orden, beziehungsweise kurz vor der Pokémon-Liga machen, weil ich weiß es echt nicht. Es schwirren mir viele Pokémon im Kopf rum, aber keines, bei dem ich sage, ey, das ist es. Ey, das ist es nicht, dass du dich selbst verletzt. Nein, tu das nicht. Jetzt noch ein Luftschnitt, das hat unser Fifi gern. Bitte triff jetzt. Das gibt's nicht. Bitte jetzt. Ja gut, das wird schneller sein und Luftschnitt wird uns auch besiegen. Ja super. Super duper, ganz gut gemacht, Fifi. Ich bin stolz auf dich. Ja, das bin ich nicht. So. Wir setzen Magpie ein, könnten jetzt theoretisch die Mega-Entwicklung machen, aber die dauert zu lange. Oh Gott, ich hasse diesen Konfusstrahl. Wenn ich Konfusstrahl einsetze, ist es immer so, dass der Gegner trotzdem angreifen kann. Wenn der Gegner Konfusstrahl einsetzt, ihr seht jetzt, 3 Züge in Folge hat er mich einfach verwirrt und... Ey. Muss ich noch irgendwas sagen? Nee? Muss doch nicht, ja. Muss doch nicht, nee. Bekommst einfach einen Boost, ja? Schon noch. Ey. Ernsthaft. Ernsthaft, Leute. Das ist doch ein schlechter Scherz. Seht ihr gerade, was passiert? Erstmal verwirre ich mich 4 ganze Mal selbst und treffe mich dadurch auch. Und danach, was ist danach? Steinhagel geht einfach mal daneben, er bekommt doch Unheilböen, mega Boost und ich bin am Arsch. Oh Gott. Das läuft super, meine Freunde. Der Part fängt megamäßig geil an. Ich habe alles Glück dieser Welt kombiniert in diesem einen Kampf, damit ich ihn gewinnen kann und ihr seht schon, was passiert, ja. Zu gut. Das ist einfach zu gut, Leute. Zu gut. Es ist einfach nur sensationell, was hier gerade passiert. Ich kann es nicht fassen. Zum Glück setzt der Wunschtraum ein. Ey, sonst hätte es mein Drumel auch noch besiegt. Und oh Junge. Das wäre ein krampfiger Kampf gewesen. Das ist ein witziges Wort. Krampfiger Kampf.
Ist es auch schon so geworden, aber ey, zum Glück haben wir es irgendwie geschafft, das Ding zu besiegen. Aber das war nicht schön, Leute. Das war gerade nicht schön, nee. Aber da hatte ich wirklich megamäßig viel Pech. Ihr habt es ja gesehen. Ich muss euch ja nichts erklären. Ihr seid ja Experten in Pokémon-Kämpfen. Da muss ich euch ja nicht erklären, was gerade passiert ist. Ich wurde einfach von vorne bis hinten verarscht vom Spiel. Ein Formio, so. Das Formio sollte jetzt eigentlich sich in das Wassertröpfchen verwandeln. Oh ja, das tut es auch. Und das kommt uns eigentlich ganz zugute, denn wir haben ein Zauberblättchen. Ernsthaft, das ist jetzt... Oh, Junge. Gut, dann wird er wahrscheinlich auch Feuerattacken drauf haben. Nehme ich jetzt einfach mal an. So, dann mach es einfach so. Zickzacks, du darfst ruhig mal sterben. Ey, irgendwie sind die Trainer hier gar nicht mal so schlecht. Meteoranlage, ja, das wird uns definitiv erledigen. Das nimmt den Typen an, der gerade Formio hat. Also jetzt momentan war es vom Typ Feuer. Deswegen wäre es auch sehr effektiv gewesen auf Tropius. So, mal schauen, kommen wir überhaupt nochmal zum Einsatz? Wohl eher nicht, nee. Nein. Oh Gott, ich muss nach diesem Kampf mal Pokémon heilen gehen. Das Formio sollte ich theoretisch noch besiegen können. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Aber alle meine anderen Pokémon sind besiegt. Oh, das geht gerade richtig schlecht los. Das geht sowas von richtig schlecht los. Das gibt's gar nicht. Meteoranlage wird sehr effektiv sein, aber wir werden definitiv eine Attacke aushalten, wie ihr jetzt sehen werdet, weil Hakuna Matata ist doch relativ bulky, ja. Und trotz des Sonnenlichts halten wir halt eine Attacke aus. So, jetzt ist die Frage, wird er nochmal Sonntag einsetzen? Obwohl, wenn er... Okay, Wassertropfenform. Wenn er Sonntag nicht einsetzt, haben wir gewonnen. Hagelsturm. Das ist supi. Es hat Hagelsturm drauf. Okay, jetzt haben wir ein kleines Problem. Wenn Zauberblatt es nicht besiegen sollte, könnte es sein, dass es sogar schneller ist als wir und uns dann mit einer Meteoranlage finishen wird. Nee, das reicht. Okay, ich gehe ganz kurz Pokémon heilen offscreen und dann sehen wir uns gleich wieder hier neben der Trainerin wieder, wenn ihr denn Lust habt. Okay, Pokémon sind geheilt und jetzt hoffen wir mal, dass wir es ein bisschen besser haben, was das Glück angeht. Denn, ey, die Kämpfe, die waren echt irgendwie verhext. Die waren wirklich verhext. Da konnte ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so viel dafür. Also, was konnte ich denn großartig dagegen machen? Die haben mich einfach geraped. Geraped haben die mich. So, ich wechsle auf Dromel. Denn Hakuna Matata hat keine Chance gegen ein Smogon. So, Dromel sollte die... Oh. Yay, sehr gut gemacht, Smogon. Das ist eine Glanzleistung. Jag dich einfach in die Luft. Wieso nicht? Wieso denn eigentlich nicht? So. Oh, ich wollte eigentlich Flammsturm eingesetzt, aber mir fällt gerade ein, dass ja der Regen gerade aktiv ist. Das war jetzt keine allzu gute Entscheidung von mir. Deswegen setze ich jetzt sowieso mal Fü ein. Ich könnte theoretisch auch zu Mudpie überwechseln. Aber ich will auch, dass Fü sich mal wieder ein bisschen beweist. Denn im letzten Kampf war er nicht gerade glorreich. Ich glaube aber, obwohl wir jetzt einen Angriff gesenkt haben, dass wir... Einmal Finale sollten wir schon aushalten, oder? Doch, das wird viel aushalten. Das wird viel locker aushalten. Mit Gewissheit wird es das. Jetzt bin ich mir aber nicht ganz so sicher, ob es jetzt eine Finale aushalten würde. Vor allem, das Smogon hat ja keinen gesenkten Angriff, sondern seinen ganz normalen Angriff. Und deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass er nicht Finale einsetzt. Weil wir werden es... Okay, Gyroball, kein Problem. So viel schneller sind wir auch gar nicht, von dem her, oh, Volltreffer, ja gut. Ja, im letzten Aufeinandertreffen ging das andere Smogon auch ein Volltreffer, von dem her will ich mich jetzt nicht beklagen, so, habe ich megamäßig Pech, bla, mecker, Lisa, Bibabub. Bibabutzemann, so, das ist der Mann der Butzen, oh ne, jetzt kommt die Stelle.
wo so viel Gras ist und wo überall irgendwas sein könnte. Ich gehe erstmal hier hoch. Denn hier sieht es mir auch danach aus, als ob hier nur Bären und ein Geheim. Ja, okay. Nehmen wir wenigstens die paar Bärchen mit. Ich mag Bären. Brombeeren, Braunbären, Eisbären, Blaubären. Ja, cool. Das sind coole Bären. Das war witzig. Fandet ihr jetzt nicht so schade, schade Schokolade? Ist ja egal. Nee, ist eigentlich nicht egal, aber ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Hä? Was ist jetzt los? Der hat nach rechts gesehen und hat mich trotzdem. Hat mich trotzdem angesprungen hier. Milotic, ja tatsächlich Milotic. Wie gut ist das denn? Denn wir haben ein Hakuna Matata. So, ich nehme jetzt einfach mal an, dass Milotic hat nicht. Es hat Windhose. Ja, okay. Das ist noch erträglich, aber. Dingens. Ich wollte sagen, ich nehme mal an, das hat kein Eisstrahl. Und das zieht so wenig ab, das gibt's gar nicht. Naja, Windhose ist ja auch vom Typ Drache und nicht vom Typ Flug. Fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe es mit Windstoß verwechselt. So, das wird aber kein Tree-Hit-KO, so wie ich das jetzt hier sehe. Das ist natürlich nicht ganz so cool, aber gut, was soll man machen? Oder vielleicht haben wir jetzt Glück und bekommen jetzt Max-Damage? Natürlich nicht. So, dann werde ich es aber lieber so machen. Es setzt auch Genesung ein. Wieso setzt du Genesung ein? Nein, das wird ein ewig langer Kampf. Ich habe nämlich auch Ruheort eingesetzt. Habt ihr heute ein bisschen Zeit mitgebracht? Ich glaube, der Kampf wird sich ein bisschen strecken. So ganz leicht. Aquawelle. Ey, bei seinem Glück wird jetzt auch eine Verwirrung auslösen. Nee, keine Verwirrung. Oh, wie großzügig von dir, liebes Spiel. Wie großzügig, danke. Jetzt sollte aber ein weiteres Zauberblatt reichen. Okay, es setzt Windhose sein. Aber er sollte besser bei Aquawelle bleiben, weil das hat sowohl die Chance, mich zu verwirren, als auch, es macht als auch mehr Schaden. Als auch, es hat sowohl die Chance, mich zu verwirren, als auch, wie macht man da den Satz weiter, als auch ein höheres Schadenspotenzial. Ja, das passt ganz gut. So, hä? Hier war doch noch irgendwas, hier irgendwo. Hier? Ja, hier ist es, okay. Hier ist nämlich einmal Zink. Einmal Zink zum Mitnehmen, bitte. Danke, danke, liebe Anke. So, hier irgendwo sollten noch ein paar Kekleon sind es nicht, aber es sind Kekleon. Hier sollten noch ein paar Kekleon sein. Aber, ja genau, hier waren doch noch ein paar Trainer. Hier, wie da zum Beispiel. Kampfgefällig. Natürlich, oh, wollen wir kämpfen. Es hat einen Maskeregen. Das ist nicht ganz so cool, denn das Ding sollte Bedroher drauf haben. Ja. Nix gut ist nicht gut. Wir schauen mal trotzdem, wie viel Fliegen ausmacht. Vielleicht macht es ja ganz guten Schaden. Grimasse. Ja, macht nur Grimasse, kein Problem. Bam, wenn es mehr als die Hälfte wegmacht, ist gut. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Eine Grimasse. Zieht das Ding einfach mal eine Grimasse, kein Problem. Ein weiteres Fliegen sollte reichen, um es zu besiegen. Ein weiteres Fliegen sollte reichen, um es zu besiegen. Oh, ich dachte schon, als da stand, fliegt empor, dachte ich schon, wir flinchen oder so. Aber nee. Wir töten das kleine, süße Ding. Ich frage mich gerade, ohne Bedroher wäre es ein One-Hit-KO geworden? Ich glaube schon, doch. Der Bedroher zieht ja... Luftschnitt! Wollen wir Luftschnitt anstelle von Stampfer? Wir schauen mal. Luftschnitt 75, halt das Problem ist, dass es nicht zu 100% trifft. Ja, komm, anstatt von Stampfer. Stampfer ist ja nur 65. Ne, Moment. 55. Ja, war Stampfer nicht 64? Okay, das haben sie... Oder es war schon 355. Okay, kann auch sein, also... Ihr dürft nicht alles für bare Münze nehmen, was ich hier sage, weil es kann sein, dass ich teilweise falsche Zahlen im Kopf habe. Aber ich dachte, Stampfer hätte eine Stärke von sage und schreibe 60. Hat's aber nicht. Jetzt habe ich es, glaube ich, verpasst, da nach links zu gehen, oder? Komme ich da noch hin? Ja, doch, tatsächlich. Okay. Da ist aber nichts. Da ist einfach mal nichts. Danke. So. Hier nach unten können wir theoretisch da in die Höhle reingehen. Wollen wir aber nicht, weil, als ich den letzten Part, habe ich schon mal
angefangen aufzunehmen. Da wollte ich alles live kommentieren. Und da bin ich auch da in die Höhle reingegangen, aber da braucht man Stärke, um weiterzukommen. So, deswegen schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Da sind ein paar Bären, die nehmen wir mit. Uiuiuiui, 6 Stück gleich einmal. Das ist doch ein schönes Ding. Ich würde wenigstens gerne noch die nächste Stadt erreichen, wenn es denn möglich ist in diesem Part. Wenn es möglich ist. Werden wir sehen, ob das noch möglich ist, aber auf jeden Fall haben wir noch einiges vor uns, glaube ich, auf diesen Routen, beziehungsweise auf dieser einen Route. So, sind teilweise auch ziemlich lange Routen hier, das darf man auch nicht vergessen. Oh, hier sind auch noch ein paar Trainer. Die wollen wir aber erstmal später besuchen gehen, würde ich mal sagen, ein Kecleon. Okay, das Kecleon nutze ich gleich mal, um Hakuna Matata ein bisschen zu heilen, weil es hat immerhin 11 Level weniger als wir, von dem her sollte es jetzt nicht allzu viel Schaden machen, deswegen setze ich mal einen Ruheort ein. Psy-Strahl sollte, weiß nicht, ja, gar nichts abziehen, sehr gut. Okay, und jetzt kann er fliehen, dankeschön, ich habe es genutzt, um mich zu heilen und das reicht eigentlich auch schon. Weihai ist eine coole Attacke, die kann man auch außerhalb des Kampfes einsetzen. Das gefällt mir an Weihai. Und damit kann man auch andere Pokémon außerhalb des Kampfes heilen. Zumindest war das in den alten Editionen so. In neuen Editionen hatte ich Weihai nie als... Also dabei. Also, es steht schon. So, da ist irgendwie ein seltenes Pokémon wieder. Aber wohl nicht hier in der Nähe, sondern eher irgendwo dort im Busch. Böses ist im Busch, Blaubarschbube. Dann schauen wir mal nach. Da ist es. Ein Kecleon Level 37 mit der Attacke Wertwechsel. Ja, nee. Wollen wir nicht. Danke. So, ich will jetzt mal ein bisschen schleichen hier. So. Und jetzt rennen wir da. Klar, kaum renne ich 2 Schritte, schon werde ich von einem wilden, bösartigen Pokémon angefallen. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Nee, 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 nee. Das ist keine tolle Sache. So, hier müssen wir zwar theoretisch auch nicht lang. Das wisst ihr wahrscheinlich alle schon. Aber, ja, komm, gehen wir trotzdem hier lang, ne? Gehen wir trotzdem hier lang, wieso nicht? Wieso nicht? Hier in den letzten zwei, also in diesem Part und im letzten Part, machen wir ziemlich viel Offscreen. Also, was heißt Offscreen-Gedöns? Nicht obligatorisches Gedöns. Fakultatives halt. Ja. Ich schmeiß hier mit den Fremdwörtern um mich, als ob es keinen Morgen mehr gäbe. Und er schmeißt mit Wurzeln um sich, als ob es keinen Morgen mehr gäbe. Aber kein Problem, der Flieger trifft dich trotzdem und erledigt dich. Noch Tuska ist eigentlich auch echt ein cooles Pokémon. So. Also wenn ich kein Fü und kein Tropius, also kein Hakuna Matata im Team hätte, hätte ich wahrscheinlich sogar noch Tuska genommen. Weil das ist echt cool. Noch, das ist echt cool. Das muss ich irgendwann mal im Team haben. Oh Gott, sind hier viele Leute, das gibt's gar nicht. Das gibt es gar nicht. So, da ist ein kleiner Knirps. Oh, der wird wieder Gift-Pokémon haben. Ich mag keine Gift-Pokémon. Die sind so nervig, Mann. Aber gut, sei es jetzt drum. Und der wird wahrscheinlich einen Sandame haben oder so. Ein Pupanze, okay. Ein Pupanze. Ouais, ouais, ouais. Very, very magnifique, ein Pupanze. Ah, ouais, ouais. Oh, sauber blatt. Ah, ouais, ouais. Das war übrigens Französisch. Falls ihr es nicht verstanden habt, könnt ihr es auch bei Google übersetzt reingeben. Da wird es doch dann perfekt übersetzt. Das, was ich gesagt habe. So. Nuzget. Hey, Nuzget. Hey. Kleines, süßes Nuzget ging um die Welt und wurde ein Held. Ja. Das ist sehr schön. Steinhagel. Nein, 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 nein. Steinhagel ist nichts gut. Nix gut, nix gut, nix. Wir haben einen Volltreffer. Das gefällt mir nicht. Deswegen ruheorte ich mich mal. Weil wenn er jetzt nochmal mit Steinhagel angreift, dann wird es definitiv weniger abziehen, weil es erstens nicht mehr sehr effektiv ist und zweitens nehme ich jetzt auch mal an, dass er nicht nochmal einen Volltreffer raushaut. Seht ihr? Seht ihr? Und so kann man das Ganze strategisch Wunderbärchen-Klärchen machen und ihn mit einem Zauberblatt eliminieren. Das ist doch schön. Hier an diesem Ort werden wir auch definitiv nochmal herkommen, aber ich besiege die Trainer schon mal jetzt, weil wenn wir wieder herkommen, dann werden die Trainer, also werden wir völlig overleveled sein und die Trainer werden gar keine Gefahr mehr für uns darstellen. Deswegen benutzen wir die jetzt mal ein bisschen, um ein bisschen Training abzugreifen. Ist definitiv keine verkehrte Sache. Und ja, wir kommen wieder, dass ich nicht lache. Okay, ich soll das lassen. Ich soll's lassen.
und erstmal Fi-Fi-Fi an die erste Stelle setzen. Fi-Fi-Fi-Fi. Nicht Fi-Fi-Fi, sondern eigentlich viel mehr. Und dann gegen den Typi hier kämpfen. Ich finde es schade, dass die uns nicht mehr anspringen, so von wegen. Hoja, ich bin ein Ninja! Sondern Ninjask, ja, okay. Da hätte ich theoretisch sogar noch mit Hakuna Matata drin bleiben können, aber egal. Fi-Fi-Fi-Fi braucht jetzt auch definitiv ein bisschen Training, weil das geht ein bisschen unter, Aber andererseits war es auch irgendwie vorherzusehen, dass also Fi-Fi-Fi-Fi wird im späteren Spielverlauf nicht mehr ganz so stark sein. Das liegt daran, dass es seine Entwicklung relativ schnell bekommen hat und die Dingens, sein Statuswert jetzt nicht die optimalsten sind. Das war ja immer lange Zeit das Problem der Käfer-Pokémon. Die meisten Käfer-Pokémon haben sich relativ schnell entwickelt. Dadurch hatten sie den Vorteil, dass sie am Anfang des Spiels richtig, richtig stark waren. Aber je später man im Spielverlauf fortgeschritten ist, desto schwächer wurden die, weil die nicht an Stärke dazu gewonnen haben, sondern halt gleich stark geblieben sind, während die anderen exponentiell nach oben geschossen sind, was die Stärke anbelangte. Ja, so ist das. Natürlich gibt es auch starke Käfer-Pokémon, wie zum Beispiel Xerox, jetzt seit neuestem auch Pinsir, aber man muss schon sehen, grundsätzlich sind das nicht die stärksten Brocken nördlich des Äquators, auch nicht südlich des Äquators. So, jetzt machen wir mal eine ganz perfide Taktik. Und du willst mich grimassieren. Grimassier mich halt. Ich gib mal einfach ein bisschen an. Schau dir mein wunderschönes Fell an. Na, gefällt's dir? Ah, es gefällt dir ganz gut. Das gefällt mir. Okay, das kann natürlich auch ein Schuss in den Ofen sein. Aber wir machen einfach weiter damit. Bitte verletz dich. Natürlich nicht. Das halte ich aus. Ja, sehr gut. Dann nochmal eine Angeberei. Jetzt hat er plus 3 Angriff, denn durch unseren Bedroher wurde sein Angriff um 1 gesenkt. Und, jetzt. Ernsthaft? Nach einem Zug. Ey, schau doch das einfach mal an. Gott! Verdammte Axt. Hab's zu einem unbesiegbaren Monster gemacht. Aber was soll das auch? Lehmschuss. Einmal Lehmschuss. Was soll das auch, dass es schon nach dem ersten Zug wieder mit der Verwirrung aufhört? Das ist uncool, Leute. Oh, Sumpek sollte aber eine Attacke aushalten, denke ich jetzt einfach mal. Ein Schlitz, solange es kein Volltreffer ist, hält es das aus. Ja, locker easy, sehr gut. Und mit Lehmschuss sollten wir jetzt auch schneller sein als das Ding. Sehr gut, okay. Oh Gott, da hatte ich ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Aber zum Glück haben wir unser super cooles Mudpie. Das momentan muss man schon sagen, Mudpie ist unser MVP im Team. Also das Most Valuable Poke Player, besser gesagt. Aber ja, ihr versteht schon. Also das stärkste Pokémon, mehr oder weniger, um es kurz zu fassen. So, um die englischen Begriffe nicht aussprechen zu müssen, die ich eh nicht aussprechen kann, weil ich kein Englisch kann. Traurig, aber wahr. So, ist hier oben noch was? Nee. Gut, dann kämpfen wir noch gegen die. Oh, das ist ein bisschen blöd. Aber das müsst ihr mir zugeben, klar. Klar, ihr könnt alle sagen, Ifoka, du hättest direkt rüber wechseln sollen. Es war nicht die beste Alternative, das Pokémon zu boosten und darauf zu hoffen, dass es sich selbst verlässt. Ja, gebe ich euch überall recht, kein Problem. Aber ihr müsst schon zugeben, dass die einfach deutlich mehr Glück haben, die Gegner, als ich. Weil ich werde einfach 4 Runden in Folge, verletze ich mich selbst mit meinen Verwirrungen und dann geht nochmal Steinhagel daneben und so weiter und so fort. Also, das ist einfach nicht fair. Und das Voltenso, das ist auch nicht fair, weil das Voltenso einfach keine Chance hat gegen Drumel. Eine Erdkräfte und es ist besiegt. Da kann es schnüffeln, so viel es will. Es hat einfach keine Chance. Wenn es jetzt einen Luftballon hätte, könnte es zwar einen Zug überleben, weil ich es erstmal mit Steinhagel oder Flammsturm angreifen müsste.
Aber es wird trotzdem keine Chance haben. Es hat höchstens einen Ruckzuck-Hieb, der uns irgendwie Schaden machen kann. Oder sonst irgendwas normal. Vielleicht ein Biss. Ja, Biss könnte es auch haben. Aber sonst hat es halt keine Chance gegen uns mit seinen Elektroattacken. Muss man auch mal sehen. Lombrero! Hey Lombrero mit Sombrero. Der ist mega mäßig cool. Und jetzt riskiere ich es einfach. Wenn er uns einmal mit Surfer angreift. Oh, Nassmacher. Ja gut, das ist auch ein bisschen blöd, dass ich jetzt Flammsturm eingesetzt habe. Aber vielleicht verbrenne ich das Lombrero. Das Lombrero mit. Nee, das dauert mir zu ewig dann. Okay, wechseln wir zu Madpa über. So. Obwohl, das könnte auch eine schlechte Wahl gewesen sein, weil das könnte mich durchaus mal mit einer Pflanzenattacke angreifen. Aber es entscheidet sich jetzt erst einmal für eine schöne kleine Wasserattacke. Ja gut, das kann mir ganz recht sein. Ich muss mehr oder weniger mit Surfer angreifen. Ja. Muss ich, ist nicht sehr effektiv, aber es bleibt mir für eine Wahl. Was? Naturkräfte wurde ernsthaft zu Pflanze. Ah, Gott, bin ich schlecht. Ja, ihr dürft mir sagen, ey Foke, du bist schlecht. Ist okay. Ihr habt recht. Er muss Hakuna Matata wiederbeleben. Drumel wird keine Chance haben. Und ja, was soll ich machen? Was willst du tun? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Habe ich jetzt gerade richtig gesehen, dass unser Drumel gar kein, Dings mehr hat, gar kein Item. Ich glaube, ich habe es richtig gesehen. Wieso hat es kein Item mehr? Na klar, ich glaube, es wurde mal abgeschlagen. Irgendein Pokémon hat Abschlag eingesetzt. Aber ich dachte, das bekommt es dann wieder nach dem Kampf. I thought so. So, ich greife mal mit Luftschnitt an. Oh ne, es ist schneller. Ich wollte eigentlich sagen, ich greife mal mit Luftschnitt an, in der Hoffnung, dass es flincht, aber es ist ja sowieso schnell. Wehe, du verletzt dich jetzt nochmal selbst. Wehe. Wehe. Danke. Wenigstens einen Angriff hingekriegt. Supi. Jetzt darfst du ruhig verrecken. Nein, ich habe Luftschnitt aus Versehen. Ich wollte eigentlich Ruheort einsetzen. Ah, ich soll vielleicht mal. Ich weiß nicht. Eigentlich bin ich gar nicht müde, ich habe auch keinen Hunger. Ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß einfach nicht, was gerade los ist. So, wenn er uns jetzt besiegt, haben wir verloren. Das ist einfach so Fakt. Magiemantel. Ja, mach ruhig Magie. Okay. Intensität 6. 7 hätte sogar gereicht. 7 hätte gereicht. Wieso bekomme ich nur eine verdammte 6? Oh Gott, das ist echt nicht mein Part. Das ist nicht mal. Es ist irgendwie allgemein nicht mein Tag. Ich könnte euch auch Geschichten erzählen. Heute ist nicht mein Tag. Ich glaube, ich beende den Part so. Ich hoffe, der Part hat euch trotzdem gefallen. Ich gehe offscreen kurz Pokémon heilen. Und dann sehen wir uns dann wieder im nächsten Part. Bis dahin, schönen Tag noch, alles Gute und tschüss.